Hallo, heute erkläre ich euch, wie wir unser Wiesmilch-Management haben, wie wir die Lagerung der Wiesmilch bei uns umgesetzt haben, wie wir die Qualität kontrollieren und wie wir sicherstellen, dass die Milch eben mit der richtigen Temperatur zu den Kälbern kommt. Dazu notwendig ist erstmal ein Instrument zum Messen der Qualität. Wir nutzen hier das Brix-Refraktometer. Das ist ein sehr schönes Hilfsmittel. Und zwar wird die Milch hier vorne einige Tropfen auf die Scheibe gelegt. Dann legen wir die obere Scheibe darauf und können dann, indem wir gegen das Licht einmal durchgucken, an dem Übergang vom weißen Horizont zum blauen Horizont an der Skala ablesen, wie gut die Qualität der Wiesmilch ist, also wie viel Antikörper in der Milch sind. Es sollte ein Wert von 22 auf jeden Fall erreicht werden oder eben höher, um die Milch auch einfrieren zu können. Und wenn die Milch schlechter ist, nutzen wir sie einfach als Zweitgemelk praktisch zum Füttern der älteren Kälber. Hier auf der Liste wird einmal die Kalbung eingetragen, der Tiere, die gekalbt haben, das Geschlecht, Datum und eben der wichtige Wert hier mit den Brix-Werten lässt eben auch sehr schön Rückschlüsse darüber zu, wie gut die Trockensteherfütterung ist. Ja, dann geht es um die Lagerung. Wir nutzen hier eine ganz normale Gefriertruhe und haben dafür ganz normale PET-Wasser- oder Cola-Flaschen. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes und günstiges Aufbewahrungsmedium, weil unbegrenzt verfügbar. Man kann sie sogar wieder als Pfand zurückgeben, wenn sie nicht mehr so gut sind. Und man kann sie schnell auftauen. Wir nutzen fürs Auftauen hier ein ganz normales Einweggerät von Weck. Der Vorteil bei diesem Gerät ist, dass man eben die Temperatur sehr schön einstellen kann, hier in der Skala. Es hat sich bewährt, nicht mehr als 45 Grad einzustellen. Dann hat man hier eine Zeitschaltuhr, 1 bis 120 Minuten. Und wenn man so circa 70 Minuten einstellt, dann ist man auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite und hat die Milch in der richtigen Temperatur dann zum Füttern da. Und in der Praxis läuft es so ab, wenn ein Kalb eben vormittags geboren wird, schmeißen wir drei Flaschen hier rein. Wasser so ungefähr halb voll. Den Einsatz nicht vergessen, damit es nicht anbrennt. Und dann können wir nach circa einer Stunde die Flaschen rausnehmen und die Milch verfüttern. Und die dann gewonnene Milch am Nachmittag von der Kuh, die gekalbt hat, können wir wieder einfrieren. So gewährleisten wir, dass die Milch wirklich schnell ins Kalb kommt, in ausreichender Menge und in guter Qualität.